Was erwartet uns heute? Ich glaube, wir müssen erstmal gucken. Ach ja. Große, dicke Zucchinis, ne? Genau, das fiel mir vorhin noch ein. Wir können ja vielleicht den Blumenkohl, der ja jetzt doch leider ein bisschen mitgenommen aussieht, den können wir vielleicht rausnehmen und da dann Grünkohl noch reinsetzen. Weil ich hatte gestern gesehen, da war noch Grünkohl übrig. Ja, so viel Grünkohl haben wir ja auch noch nicht, ne? Nee, wir haben noch nicht genug. Genau. Da müssen wir nochmal dann abwarten, ob der dann wirklich über ist. Ja. Ob den kein anderer dann möchte. Oh. Spinnennetz. Julia meint gerade, das ist vielleicht doch besser, wenn wir noch eine Woche warten, weil ja einige noch im Urlaub sind. Den können wir ja nicht einfach den Grünkohl dann wegnehmen. Also warten wir damit noch eine Woche. Wahrscheinlich schwer da ranzukommen an die Bohnen, aber... Die ersten Stangenbohnen, das ist auch schön. Das ist ja ein Ding. Eine Möhre. Nee. Wir haben hier bei der roten Beete, was so aussah wie diese rote Rübe, diese etwas grünlicheren Blätter. Das ist gar keine rote Rübe, das ist Rucola. Und da noch mehr Rucola. Wo kommt der denn her? Der muss ich auch irgendwie letztes Jahr dahin verpflanzt haben. Der schmeckt richtig gut. Intensiv, scharf, lecker. Tja, Rucola. Und das ist eine Bremse. So wie der aussieht, so stinkt der auch. Und wo sind die Riesen-Zucchinis? Ich glaube, hier sind gar keine mehr. Obwohl, nur eine. Oh, hier ist auch noch eine, die perfekt wäre. Ja, perfekt. Ja. Viele Möhren auf einen Haufen gesät. Ja. Ist das eine oder sind das mehrere Möhren? Kann ich irgendwie jetzt auch noch nicht so sehen. Zieh mal da dran. Oha. Ja, das passiert, wenn man ganz viele Möhren auf einen Haufen sieht, die vereinen sich zu einer ganz großen, dicken Möhre. So, der Blumenkohl kommt jetzt raus. Schnell auf den Kompost damit. Der stinkt. Hin, unser schöner Blumenkohl. Das ist so ein bisschen schade um den Kohl, aber der muss irgendwie größtenteils weg. Und was es hier wieder für Unkraut gibt, unglaublich. Bin ich schon wieder von hinten zu sehen? Nee. So, der Grünkohl kann wieder atmen. Da ist jetzt alles umgegraben. Sellerie braucht sehr lange, denn der sieht jetzt so aus und das ist noch nicht viel. Die werden eigentlich noch größer, also wahrscheinlich noch einen Monat warten. Aber Porree können wir gleich noch wieder ernten. Wollen wir jetzt mal zum Gurkenhaus gehen? Das können wir mal machen. Gut. Hier bin ich ja noch nie lang gegangen. Die Kohlfarm ist hier hinten noch. Boah, ist das windig heute. Unsere Gurkenpflanze ist die einzige, die gelbe Blätter hat. Das finde ich voll unfair. Naja. Ja, Dieters und unsere Tomaten haben sich hier irgendwie vereint. Die sind, glaube ich, zu schwer geworden. Und diese Seilkonstruktion konnte die nicht mehr tragen. Und jetzt sind die irgendwie... Was sind jetzt unsere und was sind Dieters? Das hier ist unsere. Nee, da steht Dieter dran an dem Schild. Ach so, dann sind wir noch daneben. Ja. Ah, okay. Heute gibt's Suppe, Zucchini-Suppe vorweg. Dann gibt's Zucchini-Schiffchen, Zucchini-Schiffe, Ozeanriesen. Halbieren und dann Hack rein und alles mögliche, Gemüse klein machen und alles rein. Und dafür haben wir jetzt erstmal nur geerntet. Morgen ernten wir noch mehr. Also ich nehme diese hier. Ich nehme die große. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns vom Acker. Tschüss. Tschüss.